So Leute, willkommen beim nächsten Blackie zeigt. Ich lege sie diesmal direkt nach vorne. Wir haben Blackfire Mad Sleeves bzw. Exact Fit Sleeves. Wie gut dieses Setup funktioniert, gucken wir uns jetzt mal an. Ich habe die jetzt noch nie in der Hand gehabt. Ich packe die jetzt gerade zum ersten Mal an. Das fühlt sich schon super strange an. Also ich bin auch noch nie über diese Hülle drüber gestolpert. Die wurden mir auch nur empfohlen, dass es die gibt. Die sind auf jeden Fall sehr, sehr klar. Aber haben irgendeinen, ich weiß nicht, wie krass man das sieht, irgend so ein Grease drin. Naja, legen wir mal unser Caracas dort hinein. Schauen uns an. Das sieht nicht sehr schön aus. Ich weiß jetzt nicht, ob das an der Sleeve liegt oder an dem Caracas. Das Caracas ist ja auch nicht mehr das Hübscheste. Aber es sieht nicht sehr hübsch aus. Dann gucken wir uns mal die Sleeve an. Wir sind hier drin, 50, hier sind 100 drin. Gucken wir mal an, wie dieses Double Sleeve Pack sozusagen funktioniert. Oh, oh, die sind aber jetzt gar nicht mal so kacke. Jetzt nicht ultra hohes Qualitätsstandard, aber ist weniger mit erwartet und lässt sich sehr, sehr einfach sleeven. Man hat aber, das sehe ich jetzt schon, hier oben so gut wie keinen Platz mehr und die Karte ist unten sogar rausgerutscht. Das ist kein langes Video, das ist ein Fail. Wenn jemand von Blackfire zuguckt, bitte ändern. Wurden, glaube ich, auch schon geändert, wenn mich nicht alles täuscht. Aber das ist ein Setup, das gefällt mir gar nicht. Weder zum Double Sleeven noch zum... auch von der Haptik her. Wir machen jetzt das, was wir jedes Mal am Ende diese Videos machen. Das ist ja ein ultra kurzes Video. Das tut mir auch mega leid. Ach, guck mal hier, das ist, geht gar nicht. Was haben wir hier? Jetzt bin ich gespannt, weil die fühlt sich zwar recht günstig an, recht dünn, aber man kann ja überrascht sein. Und keinerlei Widerstand. Ja, nee. Don't do it. Das ist keine schöne Kombo. Das gefällt mir gar nicht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, bis it. Ciao, ciao.